Schweiz, bin Schweizer, bin als Sozialwissenschaftler ins Ruhrgebiet gekommen, als die Uni Bochum gegründet wurde, war so interessiert, habe mitgearbeitet an der Uni im Soziologischen Institut und war interessiert an Fragen wie Montanmitbestimmung, ist das eine basisdemokratische Einrichtung, wo es eben darum geht, quasi inhaltlich über die Betriebe, über die Betroffenen, ein demokratisches Konzept zu realisieren, im Gegensatz zum formaldemokratischen wie in der Schweiz. Und ist man da viel näher am Gegenstand, an den Problemen. Sehr idealistisch bin ich da dran gegangen. Es ging dann um Projekte wie Humanisierung der Arbeitswelt, wo wir darum gekämpft haben, dass wenn ein Gruppenakkord in der Autoindustrie war, dass man in diese Akkordarbeit so organisiert hat, dass die Arbeiter wussten, wofür sie im Akkord arbeiten und im Gruppenakkord arbeiten und dass sie eine Beziehung zu dem kriegen, was sie produzieren, dass da also ein anderes Verhältnis von Arbeit und Arbeiter entsteht. Haben dann im Bergbau gesehen, dass der Gruppenakkord unter Tage unheimlich spannend verläuft, unter Tage es kaum Probleme gibt, zum Beispiel zwischen ausländischen neuankommenden Arbeitern und den Arbeitern, die schon im Ruhrgebiet groß geworden sind, dass da sehr interessante Prozesse laufen. Bin aber in dem Zusammenhang dann in die 68er Problematik der Hochschulen gekommen, wo man plötzlich festgestellt hat, dass sehr viele der entscheidenden Stellen auch in den Hochschulen alte Faschisten besetzt hatten und dass da irgendwas nicht stimmt. Da gab es einen anti-autoritären Aufstand, damit auch eine Kritik gegenüber den Institutionen. Und für mich war es dann relativ klar, dass ich von diesem Herrschaftsinstrument Hochschule irgendwie wechseln wollte, auch im Ruhrgebiet und auf die andere Seite gehen wollte und bin dann über Freunde in ein Stadtplanungsbüro gekommen und habe mehrere Jahre lang, 7 Jahre in der Stadtplanung gearbeitet und zwar zur Beratung von Bürgerinitiativen. Das war ein Büro, ein privates, was spezialisiert war, Advokatenplanungen für Bürgerinitiativen zu machen, weil damals in den Rathäusern es noch keine Planungscenter gab, keine Planer. Und das wurde also nach außen gegeben. Das war eine Riesenchance für mich, weil ich da quasi das Ruhrgebiet von unten kennengelernt habe. Nachdem ich also betriebsbezogen mich sozialisiert habe in der Region, bin ich dann eher auf die Stadt bezogen dazugekommen und habe verschiedene berufliche Episoden gemacht. Immer habe ich aber versucht, meine Erfahrungen in den Medien mit zu verbreiten, also irgendwie einen Diskurs aufrechtzuerhalten und habe auf dem Weg jahrelang gelernt, mit dem Radio, im Radio, Hörfunk zu arbeiten und bin dann auch ins Fernsehen, in die Branche gekommen. Und habe dann aber schon parallel vorher gemerkt, dass in diesem durchorganisierten Kultursystem es immer weniger um die Sache ging. Also immer mehr fühlte ich, dass da ein hoher organisatorischer Aufwand, um irgendetwas im Griff zu behalten, betrieben wird, aber die Inhalte immer mehr in den Hintergrund geraten sind. Und parallel zum Verfall der Schwerindustrie im Ruhrgebiet durch die Krise in Kohle und diese Krise in der Stahlwirtschaft und der Verlust an Arbeitsplätzen, desto mehr wurde die Kultur überhaupt nicht mehr so begriffen, wie ich sie begriffen habe, nämlich als etwas Alltägliches, als etwas, was das Leben inhaltlich qualifiziert,
was zum Beispiel bei den, die klassisch für mich, für die Arbeiterkultur im Ruhrgebiet war, halt die Eckkneipe, wo man sich getroffen hat, wo man über den Arbeitsplatz geredet hat, wo man sich wechselseitig beraten hat, wie gehe ich damit um, wie kann ich das verbinden mit der Familie, wie kann ich das verbinden mit einem Auto zu haben, wie kann ich das verbinden mit der gewerkschaftlichen Arbeit. Was also ich da Kultur im Bereich Dialog. Der Kultur, die Kultur als, als Dialog, Dialog ist für mich schon viel zu hoch gestochen. Kultur als Lebensausdruck. Also jede Organisation des Alltags beinhaltet eine Kultur. Und die Kultur ist natürlich nur so lang funktionierend, als eine Beziehung zwischen den Menschen, die in dieser Kultur sind, herrscht. Und das heißt eben, ein Dialog stattfindet. Und der findet natürlich zunächst am simpelsten vor dem Werkstor, wenn man die Kollegen trifft und quatscht oder auch ein Flugblatt liest, was da verteilt wird, oder eben in der Kneipe seinen Frust ablässt. Das ist für mich eine Hochkultur. Wenn das gelingt, am Arbeitsplatz ist man sehr oft isoliert, zu Hause ist man in die Familie, ist man eingeengt in diese Überlebensstrategie, die man gemeinsam macht, und dann gibt es ein Zwischending. Und das ist sehr stark durch die Kultur, in Anführungszeichen, definiert. Und diese Orte, die sind, so wie ich es beobachtet habe, zunehmend verfallen. Also diese Kneipen sind weggefallen, diese gewerkschaftlichen Kerne sind weggefallen durch den Zerfall der quasi... Ja, der schwere Industriellen, das ist so leicht dahergesagt, aber das ist natürlich eine 200-jährige Entwicklung einer Kultur gewesen, wo mit mühseligem Kampf gegen die Kapitalinteressen so eine Selbstorganisation der Arbeitskraft eben auch möglich wurde. Und diese Kultur zerfiel. Die Leute sind nicht mehr rausgegangen, sondern haben zu Hause Fernsehen geguckt und sind da eingeengt worden und sind nicht mehr in diesen Dialog gekommen. Und die Gewerkschaften selbst haben den Bezug zu diesem Zwischenbereich der Kultur verloren und wurden auch weitgehend auf die Funktionärs... ja, in das eigene Interesse, die dann überhaupt noch aufrechtzuhalten. Und es gab dann so eine Selbstbeschäftigung. Natürlich gibt es dann viele individuelle Symptome, aber das Ganze ist natürlich ein unheimlich komplexer Prozess, der da drin ist. Auf jeden Fall hat das mich immer mehr zurückgetrieben in quasi mir sehr unangenehme freiberufliche Tätigkeiten. Das heißt, ich bin nicht mehr länger, nachdem ich viel gewerkschaftlich auch gearbeitet habe und da auch mit argumentiert habe, habe ich mich immer mehr zurückgezogen und bin sowas wie ein Schlaumeier geworden, der irgendwie Texte veröffentlicht, der Kritik macht, der Bilder malt, und merke jetzt, dass es in dieser Geschichte, die eigentlich dieselben Inhalte transportieren wollen, dass es da natürlich unheimlich schwer ist, die überhaupt noch zu platzieren, also für die einen kulturellen Ort zu finden. Und der kulturelle Ort für Künstler, der ist, wenn man engagiert ist in solchen Fragestellungen, wie ich sie angedeutet habe, der existiert praktisch nicht mehr, außer vom Hintergrund von so einem komischen Konglomerat wie Subvention, dass man quasi gefördert wird. Und diese Förderungen, die sind was sehr Kaltes. Da kriegt man Geld und darf was machen und darf mal ausstellen und sieht, wie uninteressant das für alle anderen ist, wenn nicht gar lästig. Das Gegenteil, was ich denke, wäre natürlich, dass dieses kritische Potenzial, was ein Künstler jetzt versucht zurückzugeben in eine Arbeitswelt oder in eine Gewerkschaft,
dass das Auseinandersetzungen zur Folge hat, dass man da in Beziehung, in Dialoge tritt. Aber weil diese Institution und so mit sich selbst beschäftigt sind, das geht zwar, betrifft auch die Gewerkschaft, aber genauso die Industrie, wo irgendwie ein absurder Überlebenskampf überall stattfindet und ein Ringen um Arbeitsplätze und ein Ringen um Funktionärsposten, dass eigentlich jede sinnliche, kulturelle, jedes Angebot in eine Beziehung, in einen Dialog zu treten, als Belästigung empfunden wird.